Gefäße in eine neue Perspektive bringen. Der Keramikkünstler Martin McWilliam täuscht mit seinen Arbeiten Volumen vor. Durch die Form den Betrachter faszinieren. Fans hat Martin McWilliam in aller Welt, viele auch in Japan. Martin McWilliam hat sich für einfache Formen entschieden. Seine Gefäße wirken mitunter fast archaisch. Ich fühle, es gibt auch meine Arbeit seine Stärke. Ist dieses ganz schlichte Urgeschichte, so unsere Zivilisation. Alle Techniken sind nur so Wege zum Ziel. Und ich benutze alle Techniken, so vernünftig wäre. Viele, wenn man meine Arbeiten sehen, so von dem Fach, würden denken, das ist Plattentechnik. Das heißt, man walzt oder drückt nach, die ein bisschen angetrocknet sind. Dann fängt man, man baut es zusammen. Man kann auch, was ich jetzt in letzter Zeit benutze für die neuesten Arbeiten, einen massiven Klumpen haben und daraus das rausschneiden, so eher so wie ein Bildhauer. Ist wirklich die Idee, dass man hat, dahin zu kommen, als am besten zu machen. Die Technik ist zweitrangig eigentlich. Für seine Keramiken lässt sich Martin McWilliam Zeit. Manchmal dauert es Wochen und Monate, bis er eine Form zu Ende entwickelt hat. Auch seinen Brennofen setzt der Künstler nur zweimal im Jahr in Gang. Seit kurzer Zeit überrascht Martin McWilliam mit einer ganz neuen Sichtweise. Hier hatte ich plötzlich zwei Welten von einem Gefäß in ein Stück, so Parallelwelten. Und dieser Schritt von, wo diese Negativwelt da war, diese einfach den Ausschnitt von einem Gefäß. Bei der Arbeit interessierte mich einfach immer mehr als das Positive. Und ich bin eigentlich vor ein halbes Jahr etwa, fing ich an, ich arbeite in Halbjahresabschnitte, ich brenne nur zweimal im Jahr, und ich fing an, den neuen Halbjahres-Thema zu bearbeiten. Und ich fühlte, ich hatte den letzten nicht zu Ende geführt und ich machte so weiter. Aber nach zwei Stücken schon, dann war diese Innenwelt so stark da, ich dachte, nee, ich lasse den Außen weg und es ist nur den Innen, da will ich dran arbeiten. Den in Südafrika geborenen Briten hat es vor mehr als 20 Jahren nach Sandhatten verschlagen, wo er lebt und arbeitet. Dass man in eine platte Landschaft so platte Töpfe macht. Ja, zum Beispiel. Ich finde mich inzwischen sehr verbunden mit mit der Gegend. Und jetzt gerade im nächsten Monat, jetzt im März, wird eine größere Ausstellung in den Landesmuseum meine Arbeiten gewidmet, die diesen Thema, die ich als mein, scheint so mein Lebenswerk geworden zu sein, 20 Jahre alt ist, und das mit einem neuen Katalog, die netterweise von Landkreis Oldenburg herausgegeben wird, mit so einer, man fühlt sich sehr willkommen in einer Gegend, wenn diese Anerkennung so gewürdigt wird.